gesehen hat. Aber sehr gewagt, einmal mehr. Farblich sehr gewagt, die Queen. Aber es ist heute sehr farbenfroh generell. Also wirklich, wir haben sehr viele Farben gesehen. Amalia auch in dem schrillen Gelb. Also wir sehen hier auch, wie langsam der Wagen fährt. Der fährt sehr langsam, ja. Die Queen. Prinz Philip erzählt sich übrigens wieder bester Gesundheit. Es ist ja lange gemunkelt worden, ob er es heute zu der Hochzeit schaffen wird, weil er gesundheitlich sehr stark angegriffen ist. 96. Muss ich sagen, 96 Jahren da, ich meine, für das ist er top. Aber er ist toll, ja. Ja. Und die beiden führen ja eine Vorzeigeehe. Die beiden führen eine Vorzeigeehe, seitdem sie verheiratet sind, obwohl Prinz Philip sehr wohl seine Affären hatte. Aber das ist halt, so wie die Queen immer sagt, never explain, never complain. Genau, man diskutiert nicht drüber. Und man denkt auch nicht drüber nach. Fakt ist, man steht zueinander in der Öffentlichkeit. Und hier kommt es jetzt heraus, die Queen. Punkt genau, 12.55 Uhr und the Queen has arrived. Ich würde hoffen, dass er einige Sprüche noch ablässt, Prinz Philip nach der Hochzeit. Auf die können wir bestimmt erwarten, Herr Van Handel. So mit einem floralen Kleid. Auch die Queen passt sich eben dem, wie eng sie, da kommt jetzt die Queen. Und wir hören die Trompeten. Die Queen marschiert ein. Um Respekt und Hochachtung, Ihre Majestät, die Königin. Queen betritt die Kirche, wird begrüßt von den hohen Würdenträgern. Und da ist sie, die Omi von Prinz Harry. Darf nie gehalten werden, sie muss immer freigehen, auch beim Aussteigen aus dem Auto. Keine Stütze. Das ist, ja, die Queen zu berühren, das ziemt sich nicht. Die Queen zu berühren, das ziemt sich nicht. Daria Radland noch einmal. Ja. Also das im ist Bild, ganz gerührt. Und ich finde das wunderschön. Sie hat auch für den Tag heute nicht auf ihre Haare verzichtet, auf ihre Dreadlocks. Ziemlich cooler Army-Style, der da auf die Briten in der Kirche trifft. Die Queen hat Platz.